Ja, hi, willkommen, mein Name ist Dani Rolfi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir, wie heißt das Gebiet überhaupt? Illuminat. Oh mein Gott, wie groß ist denn das Gebiet? ja, wir haben das Final Dungeon Fragezeichen betreten und ja, oh mein Gott, ja, die Bezeichnung liegt auf betreten, weil wir sind nicht weit gekommen und ja. Die Gegner haben es in sich. Ich bin Level 70, die Gegner sind Level 88. Wir kriegen voll auf die Phrase hier. Aber okay, na, Alter. Schnell war das wie ich denn? Wie ich müssen wir übrigens nochmal erledigen, weil ich habe da nicht im Monsterbuch hier verzeichnet gehabt. Weil ich hatte oben gegangen bin. Das möchte ich übrigens auch hier verhindern in diesem Part. Ne? Das ist unser Ziel heute. Und weiß nicht, ich will einfach nur schaffen ja, dass wir durch dieses Dungeon kommen, ob wir jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, die Gegner hier schaffen oder nicht, ist jetzt so eine Frage. Wenn nicht, dann tue ich halt ein bisschen Gegner aus dem Weg gehen und irgendwie offscreen trainieren, weil das geht so irgendwie nicht. Ich habe Artorias noch mal im Monsterbuch angeguckt, der war Level 100. Wie soll ich denn da mit Level 70 drankommen, hallo? Ja, keine neuen Gegenstände, deswegen na, okay, komm her, gegen dich überhaupt schon gekämpft. Also mit 20 Level unter den Gegner Level zu sein, ist schon ein bisschen gefährlich, habe ich so ein Gefühl. Aber naja, deswegen will ich hier durch das Dungeon kommen. Vielleicht stolpern wir hier über irgendwelche Schätze und so, über die Gamebreaker Waffen und also was, oder irgendwelche Minibosse, von denen ich positiv überzeugt bin, dass wir die wenigstens schaffen werden, dass wir uns beide nicht irgendwie so einen Effekt geben wie ja, du bekommst nur noch 10% Schaden von dem Gegner, irgendwie so was. Mal schauen. Brillante, eine Schleife, die den Träger schön und den entsprechenden Starts verleiht. Ah, das Schiff ist schon wieder hier in den Himmel geflogen. So, neue Sachen zum Lernen, boink. Das irgendwie, das ist vollkommen schwachsinnig im Moment, ey. Ich habe doch schon so viele Sachen jetzt hier gelernt, hallo? Das gibt mir weniger Werte. Lerngeschwindigkeit, da brauche ich jetzt im Moment nicht, vor allem sie hat doch gar nichts hier, was sie gerade lernt. Das heißt, im Moment ist das vollkommen verschwendet, ausgerüstet. Mit Ausnahme, dass ich irgendwie Erfahrungspunkte kriege dafür. So, sie hat nur Erfahrungspunkte mit dem Ding. Lass mich mal kurz, das ist wieder ein neues Spiel übrigens. Ja, habe ich geschlagen, ich stand einfach so. Mal gucken, wie viel Erfahrungsability, Waffenfähigkeitspunkte, wie auch immer man die nennt, hier bekommen kann. Ich glaube, da wurde irgendwie nie erklärt, wie die heißen. Ne? Ich kann aber gucken. Ja, vielleicht Velvet steuern, dann wird es mir ja vielleicht viel einfacher ergehen. Oh, Konter. Hey, geblieben, Mann. Alter, wie die alle auf einen auf einmal losgehen. Wir haben sie einfach umgedreht und haben sich gedacht, so, den schnappen wir uns, diesen zwei Schwerter folgten. Dann haben wir die Mystik-Art wie blöd raus. Wenn es nicht anders geht. Spiral. Heil. Heil. So, ich bin Dings hier. Schockiert. Gelähmt, was weiß ich. Schon mal nicht mal. Schreiner. Ja, wir müssen ja mit Mystik-Art durchkommen, ey, sonst kriegen wir das hier nicht, habe ich das Gefühl. Wie jetzt? Antro-Ring, okay. Der Stärke gegen halbmenschliche Dämon macht. Okay. Wir kriegen noch 3500 Erfahrungspunkte. Das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht. Das sieht mir irgendwie nicht richtig aus. Und das Ding ist vielleicht schwächer sogar als. Wow. So, gegen Halbmenschen. Warum nicht? Hoffentlich kriegen wir davon noch mehr. Aber wir kriegen wenigstens Gegenstände. Alter. Alter. Du. Geh weg.
Lohnt sich noch nicht mal gegen euch zu kämpfen. Ihr gibt keine Erfahrungspunkte. Das weiß ich nicht. Bin ich nicht fair. Oh, wie hat er mich gesehen? Auch das sind doch die Viecher, die irgendwie voll stark waren. Alter. Dann liegt man am Boden. Ja, und Mysticato. Dich. Boink. Okay, wechseln. Boah. Halt jetzt die Fresse, Mann. Wenn ich so behinderte Schrei hören will, dann gucke ich mir ein Video von die Elder Scrolls. Zwei Idioten spielen die Elder Scrolls online an. Mein Charakter irgendwie die ganze Zeit am Umschreien ist. So. Jetzt füge ich ja mal so einen Schrei ein. Mit der, wie sich das anhört. Ja, falls nicht, das hört sich so an. Oh. Also überaus männlich. Geht weg. Komm her. Alter. Alter. Boah, das gibt's ja jetzt nicht, ey. Irgendjemand wird doch hier wiederbeleben können, ne? Ich habe keinen Bock jetzt hier immer das... Beim Spiel ist es ja immer irgendwie so, wenn man... Boah. Boah, ey. Alle Gegner hier sind so am Fliegen, ey, und ich krieg die nie. Da fehl ich die auch noch. Dafür selbst bis zum Wiederbeleben, das wäre nämlich richtig gut. Boah. Also zum Teufel war das, war Indignation oder was? Dann nicht verdammt danach raus. Ja, oh Gott. Ey, von denen ist noch kein einziger tot. Wo kann man jemand Eisen wiederbeleben? Dafür kannst du nicht wiederbeleben oder irgendwie sowas. Boah, da ist doch hier die absolute Hölle. Ich dachte, ich bin voll stark, ey. Kann ich wieder irgendwie 20 Stunden lang hier grinden. Ich sag, boah. Alter, wie lang ist denn der Angriff? Ja, kein einzigen von denen erledigt, Mann. Naja. Naja. Oh mein. Oh mein. Ich bin schon wieder leicht Game Over. Willst du mich verarschen? Ey. Auch meine Dings ist jetzt auch weg. Boah, an der Schleife. Ey, muss ich hier echt jetzt wieder noch 20 Stunden lang hier grinden? Willst du mich verarschen? Habe ich keinen Bock drauf. Oh, dann gehen wir eben die Gegner hier aus dem Weg und schleichen uns hier durch das Final Dungeon, damit wir hier wesentlich durchkommen. Ey, boah, da ist ja sowas von schwachsinnig, ey. Ey, wie lange das dauert, bis ich die Viecher erledigt krieg? Gibt's doch nicht. Muss ich irgendwie offscreen ja alles machen, geil. Boah, halt die Fresse, ey, das geht mir auf den Nerven. Bin jetzt voll aggro gerade, Entschuldigung. Da verliert mir ja schon den Spaß. Ich bin jetzt innerhalb von, boah, geh weg. Ich bin jetzt innerhalb von, weiß ich nicht, eine halben Stunde zweimal Game Over gegangen. Er verliert also ein ganz klein bisschen den Spaß am Spiel, tut mir leid. Hey. Okay. Oh, dieses Geschrei kann ich nicht mehr hören. Prüft das. Hallo? Hat den Eingang hier erst aktiviert? Hm. Ja, da müssen wir allen nur durch das Dungeon hier durchlaufen, ne? Ich will auch, glaube ich, gut eingestellt, ne? Hi. Ja, ist ein Speicherpunkt, geil. Ja, wie viele Eingänge sind hier oder Ausgänge? So, speichern wir mal. Wir haben einen Raum geschafft nach 10 Minuten. Das ist ein Erfolg. Erfolg. Sagt es mit mir. Erfolg.
Erfolg. Fail. Gut. Boge weg. Ich weiß, ich kann einen Heiligentrank einsetzen, aber ich bin zu knausrig, einen einzusetzen. Ich werde jetzt einfach hier mich durchkämpfen. Ja, der war gut, ne? Ich werde einfach hier durchrennen, laufen, dass ich irgendwie zum wichtigen Ort komme, dass ich ein paar Waffen auf dem Weg hin finde, so truhenmäßig und so weiter. Vielleicht kriege ich da so richtig spielentscheidende Sachen. Boah, wäre jetzt natürlich geil, wenn die mich irgendwie zwingen würden, gegen einige Gegner zu kämpfen. So, du kannst diesen Ort hier nur, weil nicht betreten, wenn du irgendwie diese Gegnergruppe erledigst. Wäre absoluter Hammer. Ja, nee, ich renne jetzt hier einfach nur durch. Keine Ahnung, ich werde nur 3 Parts dann wieder aufnehmen, so Montag, Mittwoch und Donnerstag hier, Mittwoch und Freitag hochladen. Dann werde ich offscreen wahrscheinlich so 20 Level hochleveln, damit ich eine Chance habe. Und dann gucken wir mal weiter. Ging das nach einer guten Idee? Ja, ne? Also geht das hier gar nicht. Wo, wenn ich mich hier eigentlich durchs Dingens hier, durchs Dungeon schon durchklopfe, dann bringt es eigentlich auch nicht mehr hoch zu leveln, ne? Ach, da muss ich mit dem Geoboard, mit dem Geobesen drüber springen. Gut, dann machen wir halt einfach nur so ein Dungeon, ne? Oder hoffentlich bis zu einem bestimmten Punkt halt, ne? Ich werde jetzt hier nicht durch das gesamte Dungeon rumlaufen, ohne irgendwie was zu bekämpfen. Was muss ich jetzt hier machen? Muss ich hier so ein Ding aktivieren? Oder was? Ne, da lang muss ich. Da kam ich nämlich. Weil mir bringt auch nichts, irgendwie hier zu kämpfen. Ich kriege keine Erfahrungspunkte. Also wenn ich jetzt wenigstens hier kämpfen würde eine halbe Stunde lang, dann ein Level abbekommen würde, dann wird sich das vielleicht noch lohnen. Aber ich kriege ja nicht mal irgendwie was. Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Das sind alles Dinger, die ich nicht benutzen kann, oder? Er wurde ja platziert. Wo willst du das wissen? Ich kann doch nirgendwo hin. Hallo? Ja. Geh weg. Jetzt ernsthaft, geh weg. Wir haben noch keine Bock ist hier. Und jetzt 3-4 Gegner, die einander gelaufen sind. Ey, was meinst du, wie viele Gegner hier kommen? Bin ich bescheuert? Du stehst jetzt genau da vorne. Okay. Begegnung mit schwachen Gegnern verhindert. Ja, geil. Er setzt das Ding einmal ein, ne? So, was muss ich jetzt machen? Hallo? Oh mein Gott, das ist alles nur ein Gebiet, merke ich gerade. Oh Gott. Verstehe aber immer noch nicht, was ich hier machen muss, hallo? Das ist der einzige Ort, wo ich hingehen kann, aber das bringt mir doch nichts. Hä? Wo ist denn so ein Ding auf dem Boden? So ein Ring wieder, so ein goldenes Ding. Soll hier irgendwo sein, hallo? Wo komme ich hin, wenn ich das nochmal aktiviere? Damit da taucht irgendwie auf, nachdem ich eine bestimmte Art von Gegner oder so erledige, ne? Wahrscheinlich echt so, ne? Ja, leck mich. Habe ich ja mal übersehen, hallo? Ein Baum ist ja auch nicht, also hatte ich mit dem Geoboard irgendwie, oder konnte ich da einfach nur, ich konnte da wahrscheinlich einfach nur rüberspringen, ne? Boah! Hm.
Ja, warum da zu lange hier zu flüchten? Ich werde wahrscheinlich einfach nur rüberspringen, ne? So ist das doch. So ist, ne? Ja, das sieht so, boah, ich bin so eine dümmere Person als mich gibt's nicht. Ich kann einfach nur rüberspringen, oder? Ja. Sieht aber schon relativ weit aus, jetzt mal ganz ehrlich. Sah nicht so aus wie unsere alltäglichen Sprünge, die wir mal machen. Das sah schon irgendwie so Geoboard-Sprung distanzmäßig aus. Aber okay. So, weiter geht's. Oh Junge. Ja. Macht Spaß, ne? Let's play Tales of Berseria, weiß ich nicht. Running Challenge gibt es bestimmt auch irgendwie sowas hier. Avoid every Dingens hier. Zufallsgegner, was ist das? Was bist du? Geister-Google des Arms, ein gelbes Juwel, das von Illuminat stammt, verschwimmt extrem starkes Mana. Alle Charaktere bekommen jetzt, weiß nicht, 1000 mehr HP. Irgendwie so was. Okay, keine Ahnung, was das ist, aber wir werden es schon herausfinden. Wann ist, warum ist mein heiliger Trank schon abgelaufen? Wenn ich so ein Ding, so einen dunklen Trank, Finstertrunk einsetze, der hält irgendwie, weiß ich nicht, 5 Stunden lang. Wir hatten eine ganze Trainingssession irgendwie. Der heilige Trank, der hat nicht mal 10 Minuten irgendwie gedauert. Verstehe nicht. Boah, wird so verwirrend, wenn hier alle Schalter irgendwie aktiv sein werden. Ich weiß doch gar nicht mehr, welchen ich schon mal drehen habe und welchen nicht. Ah, ich weiß genau, wo das ist. Das war sarkastisch gemeint. Ja. Ah, okay. Jetzt den Rückweg benutzt habe, ne? So, warum soll ich mal wieder den benutzen? Ich habe das schon alles. Gut, da. Glaube ich, sollte öfter speichern, ne? So wie ich hier Game Over gehe. Ja, boah, ich muss so niesen gerade. War irgendwie auch nicht. Kennt ihr das? Gut. Hussa. Wo bin ich da? Ich habe auf Karte gesucht. Da kann man aber nicht normal rüberspringen, ne? Ich gleich jetzt zurückkommen muss und darüber springen muss, ne? Das ist nur ein Gebiet vom Final Dungeon, ne? Von 10 irgendwie so was. Das ist doch pervers, ey. Soll hier gar nicht wieder rüberspringen, ne? Boink. Wie gesagt, da ist jetzt nicht so eine Distanz, die ich jetzt als Sprungdistanz einschätzen würde, aber okay. Ah, okay. Okay. Auch wieder 2 IT-Augen irgendwie. Ich laber hier schon wieder so ein Stuss, ne? Wie 2 IT-Augen, was soll das denn bedeuten? Oh, na, das ist voll verwirrend, die Karte. Prüfen, rote Kugel. Geister Kugel ist morgen, dann holst du mir das von Nomad stammt, verschwimmt extrem starkes Mana. Ja, dann wird schon was Besonderes sein, ne? Da sind ja nur diese Viecher. Sind einige davon Schätze? Nee.
da kommst du nach einem anderen Dungeon. Wahrscheinlich zum nächsten Gebiet, ne? Zur nächsten Stufe des Gebiets oder irgendwas. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Besitzer der Geisterhöhle ist der hohen Bäume. Vertraue auf ihre Macht und setze sie ein. Dann wird sich der Weg zur versiegelten Kammer öffnen. Zum ultimativen Boss oder irgendwas, ne? Also ist nicht so, als würde ich die Kugeln liegen lassen, wenn ich sie sehen würde, ne? Ich nehme die schon mit, keine Sorge. Mach jetzt hier, schieb Kids mal keine Panik, Herr Monolith. Jede Teleportationskunst kann nur benutzt werden, da fehlt nur ein Teil. Wie komme ich da hin jetzt? Ach, oh nee, warte mal. Ich habe, glaube ich, noch ein Gebiet hier. Obwohl, das sagt mir schon wieder, ich komme in ein anderes Dungeon rein. Obwohl, wir werden sowieso irgendwann hier durchrennen, wenn ich irgendwie 20 Level höher bin. Und hier nicht auf der Fresse kriege. Also ja. Wird vertagt. Es wird nicht ignoriert, es wird vertagt. Wenn ich bis dahin irgendwie Geobot und also was gefunden habe und so, wenn ich die Gegner ja so durchdüsen kann. Ja, Moment, gehen wir erstmal weiter. Ich bin schon froh, wenn ich irgendwie vorankomme. Ja, nur jederzeit Game Over gehen. Irgend so ein Dreck. Aha, aha, oh. Speichern. Weiß, wir haben Fehler erreicht. Ein ganzes Gebiet abgeschossen. Wahrscheinlich kommt jetzt hier wieder noch ein neues Gebiet, ne? Mit neuen Gegnern, noch stärkeren Gegnern, die noch mal 10 Level höher sind. Alter. Das ist jetzt echt so, ne? Sieht aber schön aus hier. Erhabener Ring und Reben, naja, da werden wir alles noch erkunden. Keine Sorge, wird alles noch gemacht. Das ist doch kein, wir sind schon wieder ganz neue Gegner. Das ist kein Projekt. Da ist eine Katztruhe. Ja, unvollendet. Aber die möchte ich nicht vergessen. Oh. Afro-Frisur. Geil. Hi, komm mal her. Hier ist auch noch Level 88. So, das Gute ist, je mehr Gegner hier auftauchen, desto mehr Items kann ich offscreen farmen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier heute noch hier durch das gesamte Final Dungeon komme, aber ich kann wenigstens hier schon mal die Gegner sind irgendwie viel einfacher. Gegner hier erkunden, damit ich offscreen irgendwie bekämpfen kann und die Gegenstände bekommen kann. Also so tue ich wenigstens noch offscreen stärker werden, hoffentlich. Nebenbei. Überlebensgewand. Meistern vom Leben und Tod, das wäre jetzt gerade nicht schlecht. Wir sind aber schwächer als alle zusammen. Boah, guck sie da, das ist ja nur die Hälfte der Verteidigung. Hey, will er mich umbringen? Herr Drache. Oder Weibern, Feuerflügelschlange, ja, oder so. Der fliegende Schlange, ja, also Drache. Fliegende Schlange. Hey. Ja, die sind jetzt genauso nervig wie diese drei Engelviecher, ne? Lass mich raten. Den Kampf gehen wir übrigens speichern und den Part beenden. Dann werde ich wenigstens. Du. Oha. So. Einfach alles raus von hier. Boah, er hat viel abgezogen. Ich brauche die neuen Ausrüstungen, habe ich so gefühlt. Wir sind zwar nicht stärker als das, was ich jetzt habe, so wie es aussieht, aber vielleicht die Effekte. Bisher sind die Effekte zwar voll Müll, aber was soll's.
rüber. Hey, Entschuldigung. Passiert halt. Ne? So, da war jetzt voll unnötig, weil er hat keine AP mehr gehabt, mehr oder weniger. Ja, ich werde mindestens bis auf Level 80 trainieren, bis zum nächsten Mal, weil es geht so nicht. Das geht einfach so nicht, ne? Nehme ich halt an. Ja. Was ist das? So, okay. Gib mir einen Gegenstand. Nö, okay. Gut. Finde ich toll. Alles klar, dann gehen wir hier kurz zurück, speichern. In der nächsten Folge werden wir den Rest dieses Gebiets hier erkunden und vielleicht noch ein bisschen hier die Final Dungeon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also da, wo der Stern ist, da ist unser Checkpoint, nehme ich mal an, wo unser nächster Boss oder irgend so was wahrscheinlich wartet. Und ja, mal schauen. Bis dahin werden wir es ja wohl noch hoffentlich schaffen. Dann kriegen wir von dem Boss voll auf die Fresse. Klingt dann nach dem Plan, sehr gut. Ja, okay. Würde ich sagen, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Wenn euch der Part irgendwie gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.